Hey, komm zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Karrieremodus in FIFA 18 mit Huddersfield. Wir sind am Start, heute gibt es die vierte Episode, unter anderem, wie ihr bereits sehen könnt, gegen Southampton und wir haben mal wieder eine Transferentscheidung, die ihr getroffen. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Checkt die Links in der Beschreibung. IG Vault 6% Rabatt auf eure Coins, FIFA Points, PSN und Microsoft Bruder, meine Codemax Gaming TV dazu. Meine Social Media Links, Instagram und Twitter, würde ich auch auf jeden Fall mal vorbeischauen. Und wir haben Angebote erhalten, letzte Episode, und zwar für Tommy Smith, unseren 25-jährigen Rechtsverteidiger. Und zwar von Middlesbrough, also einem Zweitligisten, keinen direkten Konkurrenten. 3,3 Millionen Marktwert, 4,25 ist das Angebot, ist sogar höher als das, was ihr eigentlich verlangen können, laut unserer Infokarte da. Und ihr habt entschieden, dass wir das Ganze annehmen werden. Dementsprechend kann jetzt Tommy Smith mit seinem Berater und dem FC Middlesbrough verhandeln und wir haben einen Spieler weniger im Kader, aber dementsprechend auch einen Platz mehr, beziehungsweise einen Spieler weniger, den wir zufriedenstellen müssen. Momentan stehen wir auf einem sehr unbefriedigenden 14. Tabellenplatz nach dem Sieg in der letzten Episode durch unsere beiden Neuzugänge. Im Pokal war es ja ein unglaublich krankes Spiel gegen Manchester City, was wir aber tatsächlich nicht gewinnen konnten. Nur heute wollen wir natürlich in der Liga zumindest nachlegen gegen Southampton. Wunderschönes Stadion, das ja in Realität tatsächlich genauso aus. Ich bin ja schon mehrfach dran vorbeigefahren und wir spielen gegen Southampton, die mit Carlos Vela auf jeden Fall einen interessanten Neuzugang haben. Bei uns natürlich ist Steve Mounier im Fokus, unser Stürmer, und wir haben eine Änderung in der Startelf. Amatei kehrt natürlich zurück für Billing. Letztes Spiel hat der Innenverteidiger gespielt für Zanka. Der ist jetzt wieder da. Und dementsprechend Amatei im defensiven Mittelfeld. Und das könnte hier gleich richtig gut losgehen, aber Hadajonay bringt das Ding nicht im Tor unter. Das war ganz, ganz einfach, sich da durchzuspielen durch die Defensive von Southampton. Das müssen wir jetzt natürlich genau in den nächsten Minuten auch so machen. Mariens schöner Ball auf Hadajonay, die Flanke Mounier kommt nicht ran. Die Doppelhacke und Moi versucht. Mal, war das Moi? Nein, das war Marien. Ja, wir sind deutlich besser. Wir haben so viele Abschlüsse, nur das Tor fehlt noch. Mounier. Heieiei, die dickste Chance wahrscheinlich, die wir bisher hatten, abgesehen von der von Hadajonay. Das Ding ist, dass wir uns sehr, sehr gut nach vorne spielen, gar keine Frage. Und wir haben auch die Abschlüsse, aber sobald es irgendwie in die Nähe des 16ers geht, so würde ich ab 16 Meter vor dem Tor, ist aller kreativer Spielraum weg. Ja, also dann steht Southampton wirklich sehr, sehr gut und wir kommen einfach nicht richtig in die Abschlusssituation rein. Aber jetzt Hernandez und das ist das 1:0, Freunde. 45. Minute und wir gehen in Führung und das verdient. Denn bisher hat nicht Southampton eine Torchance gehabt und wir schon einige. Und dementsprechend sind wir jetzt vorne und das müssen wir natürlich halten. Oh, Marco Marin, schöner Antritt. Jetzt muss nur der Abschluss stimmen. Marco Marin. Klappt nicht ganz. Das Ding ist, dass Southampton wirklich ganz, ganz Sabiri eingewechselt worden. Lass mal einen hören, lass mal einen hören. Die sind ganz schlecht auf uns eingestellt. Defensiv, ja, wie gesagt, es gibt Chancen. Also wir sind heute das deutlich bessere Team sowieso. Auch mit den Fans im Rücken. Aber vor allem offensiv kommt gar nichts zustande. Das liegt einfach daran. Natürlich habe ich gesagt, Vela ist ein guter Transfer. Ist er wahrscheinlich auch, aber das ist seine erste Aktion, die ich von ihm überhaupt sehe. Und sie haben nur eine Spitze mit Austin und ich habe drei Innenverteidiger und deswegen kommt der überhaupt nicht zum Zug. Der hat keinen, der sieht keinen Stich gegen die Defensive und so kannst du natürlich auch kein Spiel gewinnen dann. Oh. Also Abseitsfalle, es stimmt jetzt gerade bei Southampton, die komplett auf Offensive bedacht sind, alle mal nach vorne gepackt haben, die irgendwie gehen. Wir haben theoretisch so viel Raum, aber wir nutzen die Chancen bisher überhaupt nicht. Jetzt vielleicht mal wieder, weil der Freischuss direkt bei Billing landet. Moi, ich habe jetzt gerade Palmer eingewechselt. Wo ist Palmer? Palmer ist nicht da. Gerade für Marien eingewechselt, steht jetzt auf der linken Seite. Moi auf der 10. Aber auch mit dem 1:0 wäre ich hier zufrieden. Letzte Szene des Spiels, wohl Eckball nochmal. Mittlerweile alle vorne, auch Fraser Forster. Ecke kommt rein, kommt kurz, kommt gut, aber ist Abstoß. Und damit ist das Spiel durch, damit ist das Spiel vorbei. Wir gewinnen das dritte Saisonspiel gegen den FC Southampton mit 1:0. Und sind dementsprechend mit 6 Punkten doch gar nicht so schlecht gestartet. Ah, Joe Lolly, 25 Jahre alt. Ja, wir können ein bisschen mehr verlangen, aber wir nehmen das einfach an von Sturm Graz, weil wir brauchen den nicht. Und dann haben wir wieder einen Platz im Kader mehr und kriegen noch ein bisschen Geld rein.
Sabiri steigt nach unserem Training hier auf 65. Er ist ein Silberspieler geworden. Gerade nach dem Amatei-Transfer war das auf jeden Fall sehr sinnvoll, nochmal ein paar Verkäufe zu machen. Grundsätzlich haben wir jetzt aber Transfer Deadline Day und müssen selber nichts mehr machen. Wir sehen hier, dass Brighton sich Fouquet geholt hat und Cresswell und De Jong. Ich weiß jetzt gar nicht, welcher Fouquet ist. Wenn das eventuell der ist, der gestern im Finale der U17, ich kann mir nicht vorstellen, weil ich glaube nicht, dass der in FIFA ist. Grundsätzlich ein Riesentalent, habt ihr eventuell mitbekommen. Gestern war das Finale, also aus meiner Sicht gestern, war das Finale der U17-WM und da hat England den Titel sich geholt. Und ein Spieler hat richtig überzeugt, und zwar ein junger Angreifer von Manchester City. Und der heißt irgendwie sowas, bin mir aber nicht hundertprozentig sicher wie. Und deswegen gucken wir jetzt mal nach bei Brighton, weil das war ja Schwachsinn, das bei City zu suchen. Ich glaube aber nicht, dass der das ist, weil der müsste sehr, sehr jung sein. Und nein, er ist es nicht. Und ein Angebot bekommen wir sogar noch. Und ein Angebot bekommen wir sogar noch rein, und zwar für David Craney oder für Martin Craney von Getafe. Der Vertrag von ihm läuft wohl aus, und auch das werden wir annehmen, weil wir brauchen halt das Geld. Und ich denke, auch den hätten wir nicht großartig benutzt, deswegen ist es sehr schön. Wir haben es nicht mehr geschafft. Transferverhandlungen sind gescheitert. Stillstand bei den Verhandlungen, dementsprechend können wir den nicht mehr abgeben, aber naja, der Jugendspieler, der sieht, naja, nicht überragend, aber nicht schlecht aus. Der Jan Hans. Jetzt kommen die Angebote für den Winter rein. Das geht ja dieses Jahr, dass man tatsächlich Angebote auch bereit oder Transferverhandlungen bereits über die Wintertransferperiode machen kann. Aston Villa möchte Chris Löwe haben, aber nö. Und allgemein werde ich das auch nicht machen, weil ich finde das sinnlos. Hat er schon eingesetzt. Meunier kriegt die... Sehr, sehr schöne Kombination mit Philipp Max. Faires Tackling von Ogbonna. Schön gespielt von West Ham, aber verzogen von Pedro Obiang. Unser Top-Transfer ist, wie eventuell hättet er spielen können, jetzt nicht mehr. Die ganze Zeit gerade war er angeschlagen bzw. verletzt. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass er dann wieder mit einer Muskelfaser 8 Wochen ausfällt. Schöner Ball auf Hadar Jonai, der kommt im zweiten Versuch ran, flankt direkt rein, da kommt Meunier. Oh Gott, was ist denn heute los mit Zielwasse? Also das muss spätestens die Führung sein, aber sowas von Hilfe, wir sind wieder so überlegen hier. Wir kriegen das Ding nicht rein. Und Chicharito, nein, Lanzini, aber Lössel, heieiei, schöne Parade. Jetzt. Oh. Jetzt rettet uns Lössel, Hilfe. Oh mein Gott, das muss es einfach sein. Ich weiß nicht, warum da immer noch die Aussage von Pandlohara steht von vor 20 Minuten, aber ich glaube, dass dieses Spiel 0-0 ausgehen wird, und das ist bei der Menge an Chancen auf beiden Seiten. West Ham hatte auch seine Gelegenheiten. Eigentlich ein Scherz, einen Punkt aus London mitzunehmen, ist egal, gegen wen du spielst, immer gut eigentlich. Aber es ist sehr bitter und es ist wirklich überraschend, dass dieses Spiel anscheinend 0-0 ausgehen wird. Ja, weil... Normalerweise wäre ich auch ein 2-2-3-3 hin gewesen. Meunier steigt auf 78, bei dem muss ich auch mal Passspiel trainieren, weil das hat man gerade gesehen, das kann der nicht. So, ein Spiel gibt es noch, und zwar, weil ich noch keinen Namen habe für die Episode, weil noch nichts passiert ist, Spaß. Wir haben auf jeden Fall jetzt gerade das Spiel gegen Leicester, und ich finde das interessant, weil das halt der Überraschungsmeister war, und das ist ja theoretisch bei uns nicht das Ziel, aber könnte ja passieren. Wir kennen ja FIFA, und wir kennen ja vor allem, wenn ich mich einmal eingespielt habe, dass ich leider Gottes einfach nicht mehr verliere. So unrealistisch es auch sein mag, Abel Hernandez, ich hasse unsere Chancenbewertung. Na jetzt aber, Alter, das ist nicht wahr. Mann! Mann, ey, das ist nicht wahr. Alles wird gefischt hier. Und dann so ein Gegentor. Heieieiei. Und auf der anderen Seite kriegen wir den Ball nicht rein. Das ist doch nicht wahr. Alter, also jetzt wird es langsam lächerlich. Wir haben angeblich 5 Schüsse aufs Tor, aber Kaspar Schmeichel hat schon 8 Paraden. Kann man jetzt so sehen.
Und jetzt Hernandez, das ist einfach nicht wahr. Wie können wir so fahrlässig mit Chancen umgehen? Marin wird jetzt rausgehen, Parma kommt rein und ich werde auf jeden Fall, wenn das so weitergeht hier, die Ecke kommt gut, aber die kommt nicht an. Werde ich auf jeden Fall noch Depois bringen, weil so geht das nicht hier. Und für den wollte ich ihn bringen. Meunier macht Gott sei Dank den Ausgleich. Das ist absolut überfällig und absolut verdient. Gute Doppelpassspiele da mit Hernandez. Stark gemacht. Gott sei Dank. Schöner Pass auf Parma. Parma im 16er. Parma kriegt den nicht abgeschlossen. Warum lupft er? Nein. Ich weiß nicht, wie ich da auf L1 gekommen bin. Verdammt. Das werden wieder mal unglaublich spannende Schlussminuten. Jetzt Kontergelegenheit. Nathaniel Klein. Die haben anscheinend beide Außenverteidiger jetzt neu von Liverpool geholt. Sowohl Klein als auch Alberto Moreno. Hernandez mit der Gelegenheit zur Flanke. Da kommt Parma. Ich hätte lieber den Pott drauf. Und jetzt ist er da am zweiten Pfosten. Depois. Die vielleicht letzte Chance. Hernandez mit der Balleroberung. Depois nimmt den Ball an. Nimmt den an. Schießt ihn aber nicht ins Tor, weil Schmeichel den Tag seines Lebens erwischt hat. Das kann es einfach überhaupt nicht sein. Und wir spielen das zweimal unentschieden. 12 Paraden hat Schmeichel am Ende. Eine ganz, ganz bittere Partie. Müssen wir normalerweise gewinnen, aber nichtsdestotrotz stehen wir immer nur mit einer Niederlage da und die Tabelle werden wir uns jetzt mal angucken. Momentan steht Tabellenplatz 8 zu Buche, das ist okay mit 8 Punkten aus den ersten 5 Spielen. Wir stehen auf jeden Fall momentan relativ gut auf 5 Punkte Vorsprung vor der Abstiegszone, in der momentan Bournemouth, Newcastle und der FC Everton, das ist ja realistisch, stehen. Vorne an der Tabellenspitze momentan Tottenham, Liverpool, City, Stoke. Der einzige Verein oder die beiden Vereine, die sich noch ein bisschen schwer tun, sind Manchester und Arsenal, was überraschend ist in meinen Augen. Mal sehen, wie es nächste Episode weitergehen wird. Wenn euch heute gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ich würde mich drüber freuen. Checkt die Links in der Beschreibung und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin noch einen wunderschönen Tag oder ein wunderschönes Wochenende, wann auch immer ihr das Video seht. Haut rein, bis dann, macht's gut und ciao.